Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Final Fantasy 15 hier mitten im wiedermaligen Angriff von Imperium. Ich dachte mir gerade so, ich warte jetzt nicht auf den Scheiß, bis hier wieder Tag ist, sondern ich gehe jetzt einfach in den Küstenmarktturm, nachdem ich die kurz mal zernichtet habe. Wobei mir gerade wieder auffällt, ich mache den gleichen Fehler schon wieder. Egal. Hui. Okay. Muss mal kurz ein bisschen warten, bis Sammeln wieder verfügbar ist. Und dann machen wir kurz Sammeln und dann geht's los. Sammeln! Das war cooles Timing für Prompto gerade. Du hast halt keine Chance. Ja, die geben dir sofort nach jedem Angriff einfach nur ins Gesicht. Heiltrank. So. Eigentlich musst du angreifen. Und dann erstmal weg, aber das geht ja nicht, weil die halt das sofort machen. Ich hab's ja schon mehrfach probiert. Aha. So. Jetzt haben wir ab und fahren einfach zum Küstenmarktturm und machen da erstmal Radouts. Beziehungsweise fahren wir erstmal. Fahr kurz manuell, weil. Gründe. Ich weiß, wo ich hin will. Brauche ich jetzt nicht unbedingt den guten alten Ignis. Das kommt mir wirklich so vor, als fahren wir, wenn wir fahren, etwas schneller. Nö, wir sind auch 60. Komisch. Wahrscheinlich das Beifahrerphänomen, dass einem alles etwas langsamer vorkommt. So, und dann müssen wir mal gucken. Genau. Den nächsten Ortschaft halten wir kurz an, essen was und fahren dann direkt durch zum Küstenmarktturm. Hier müsste ich eigentlich auch mal umschauen, ne? Das sieht irgendwie so aus, als gibt es da irgendwas, aber naja. Ah, okay, parken wir halt. Fallbremsung! Auch wenn es hier wieder nur Fritten gibt, bei dem guten Kollegen. Was soll's? Chocobo haben wir noch 6 Tage, brauche ich nicht. Nehmen wir auf jeden Fall mal die nächste Mission an, nämlich die hier. Steine lassen gut funkeln. Lassen Augen funkeln. Ach, guck mal, siehst du, haben wir noch gar nicht abgegeben. Die Riesenschlange aus der Tiefe. Bam, 16.000 Gil. Dankeschön. Da haben wir bald mal die 100.000 voll. Nachdem wir irgendwann mal zwischendurch übers Moneypurg waren. Hast du eigentlich noch irgendwelche Jagdmissionen? Bestimmt, oder? Yo. Trümmerhain. Können wir eigentlich gleich mitmachen? Weil liegt er auf dem Weg und das ist ein Nachtgeschöpf, also passt das ja. So, und dann hätte ich gerne was zu schnabulieren. Ja, der Lachs halt, ne? Das einzige Gute von denen. Wie er mit seinen Händen fast da reinpatscht. Was zur Hölle ist los mit ihm? Okay. Da haben wir schon 70.000 EP. Wenn ich das im Hotel verdopple, sind das schon 140.000. Wie viel brauchen wir jetzt so pro Level ungefähr? Naja, 20.000. Sind das auch schon wieder fast 5 Level dann. Fast. Macht das Sinn? Ja. Oder? Ja, doch ungefähr. So, automatisches Fahren bitte zum Trümmerhain. Dahin bitte. Ach so. Wie wäre es einmal, wenn ich das so auswählen könnte? Bitte. Parkplatz Trümmerhain. Fahren wir gleich so hin. Ist ja nicht so weit. 19 Uhr reicht auch noch für die Jagdmission und den Dungeon. Wir müssen ja nur reinkommen. Wenn wir einmal drin sind, ist ja alles gut. Ich hoffe nur, die zerstören mich nicht zu krass, die Nekromanten. Vielleicht sollte ich schon mal Schutz gegen Konfus anlegen. So, warte mal. Oh, welches war das nochmal? Was macht eigentlich das hier? Aha. War das Engelsohrringe? Nee. Ich finde das immer nicht, dieses Zeug. Erhöht Willenskraft, Willenskraft. Müsste doch irgendwo hier mit dabei sein. Frosch. Ah, hier. Kurz mal sortieren.
Weil ich glaube, diese Nekromanten machen sehr gerne Konfus-Scheiß. Da habe ich keinen Bock drauf. Verständlicherweise, ne? Ich kann nur hoffen, dass da jetzt kein Sieger kommt. Da bin ich nämlich echt am Arsch. Dann muss ich es machen, wenn ich aus dem Dungeon rauskomme oder so. Wenn dann auch Tag ist. Nacht, so rum. Ui, lustige Kamerafahrt. Ist lustig. Diese, also Bergauffahrten mit der Karre sind echt ein Krampf, ne? Ah, man kann auch ranzoomen. Gut zu wissen. Naja, ich schaffe nicht mal die 60. 55 hat er gerade nur drauf. Halt mal an, komm, wir sind schon da. Oder? Scheiße, sind wir schon da? Das sah jetzt gar nicht so aus. Ah, es sind nur noch 100 Meter, die laufe ich jetzt. Das passt schon. Ach nee, sind noch... Ach, da vorne war der Parkplatz. Na, egal. Okay, okay, okay. Ich hab nichts gesagt, ich hab nichts gesagt. So, machen wir erstmal die Kollegen hier. Ich hoffe mal, die sind gut machbar. Und hepp. Na komm, taucht auf. Ihr Heinzels. Tauchen immer aus dem Nichts auf, diese Nachtgeschöpfe. Weißt du nicht, wann es losgeht. Man kann sich nicht anschleichen und gar nichts. Okay. Ach du Scheiße, hält da viel aus. Und davon drei Stück? Na, Prost Mahlzeit. Da kann ich ja fast nur noch auf eine Beschwörung hoffen eigentlich. Puh. Unheimlich. Das ist auch eine übelst geile Quest. Questname fällt mir gerade auf. So, Stufe 41. Bin jetzt mal gespannt. Schwach gegen Großschwert. Huch. Huch. Mitch. So, Großschwert. Nee, warte. Wenn wir es schon mal... Bitte gleich richtig. Danke. Und... Ja, ansonsten. Schwach gegen Licht. Und Eis. Ach, egal, ich probier's erstmal so. Genau, Überraschungskombo. Ich sehe gar nichts. Okay. Wow. Was sind das für Viecher? Wow. Boah, hau rein. Hau rein. Oh, da spawnen Skelette? Was ist mit denen nicht richtig? Bin ich versteinert? Was ist das für ein Status-Effekt? Ah, ich bin versteinert. Goldnadel. Okay, da war es schon wieder vorbei. Ausrüstung Noctis. Also kein Regenbogenanhänger, sondern eine... Ja, wie hieß das dagegen? Hat er schon irgendwas? Ah, hier. Genau. Ach so, Sag da was. Hab ich gesehen. Gut, jetzt bin ich ganz tot. Läuft bei mir. Nix da, mein Freund. Oh Gott, macht er überhaupt keinen Schaden. Puh. Ah, sehr schön. Ha, warte mal. Machen wir am besten gleich den hier. Die haben schon lustige Tricks drauf, muss ich sagen. Gut, dass ich eigentlich viel gedrückt hatte, aber okay.
Gut, dass er mich trotzdem tötet, obwohl ich übelst X gebuttonmashed habe. Okay. Richtig geil, wir. Ich habe schon keinen Kreis mehr gedrückt, ja. Er hat einfach jetzt zweimal hintereinander zugeschlagen, ohne dass ich was gemacht habe. Ich habe eigentlich Viereck gedrückt. Zum Ausweichen. Oh Mann, ey. Skippen wir das Ganze mal kurz so. Ich sehe gerade gar nichts. Okay. Haben wir den mal schon einen halbwegs tot? Ja, halbwegs. Alle drei halbwegs, super. Na komm. Gut, dass man so viel sieht, ne? Ha, na komm, Rückstoß. Wir haben echt viel Leben. Wie viel Leben haben die eigentlich? Ach, verdammt. Der Analysierte ist leider schon tot. So. Alter Vater, die haben ganz schön reingehauen, muss ich sagen. Puh. Okay. Dann geht's weiter mit der Quest. Oh Gott, schon wieder 10 Minuten um. Wo war ich? Sind so viele neue Quests schon wieder hier. Steine lassen Augen funkeln. Da waren wir stehen geblieben. Ab in den Dungeon. Nö, heute ist auch kein Zelten. So wie auch schon die letzten, weiß ich nicht, 4 Tage oder so. Wir zelten einfach nicht mehr, bis wir... Na, zumindest bis 100.000, das wäre ganz cool. 100.000 verdoppeln macht 200.000, macht bestimmt fast schon 10 Level. Je nachdem, wie krass die exponentielle XP-Kurve ist. Aber ich bin mal gespannt, was uns jetzt dieser Dungeon hier zu bieten hat. Ich hoffe mal nicht so viele Magiegegner, weil ich mich jetzt hier nur mit Verteidigung gebufft habe. Das könnte böse sein. Naja. Notfalls muss ich dann halt Anti-Magie-Sachen anlegen. Der Küstenmarktturm. So wie ich das mitbekommen habe, eigentlich der schwierigste Dungeon, ne? Der Levelhöchste, sag ich mal. Und so wie ich das hier sehe, ist der sehr, sehr, sehr vertikal aufgebaut. Na, super. Naja, umgeschaut hier oben habe ich mich schon mal. Ab ins Innere. Hier waren wir ja schon zweimal jetzt insgesamt. Okay. Natürlich. Boah, das war eine schöne Paradenkombo. Warte mal. Einer von denen hat ihn, glaube ich, gerade geheilt. Kann das sein? Meine Güte. So. Also, wie ich gerade nur Überraschungskombos mache. Richtig gut. Und nochmal Paraden-Kombo. So. So schnell geht das. Und hier soll ich jetzt einen Rosmaragd finden, ja? Mhm. Tell me more. Oh, da liegt was. Eine Schimmerlanze. Mhm. Ist das was Schönes oder was Doofes? Oh ja, was Schönes. Nice. Endlich mal eine Waffe gegen Siecher. Oh, das wird ja auch Zeit. Oh, und da kommen auch schon welche. Warte mal kurz. Ich hab doch... Dafür habe ich doch sowas. Der ist schon ausgelevelt. Sehr schön. Ich hätte gerne mal Sternenhülle. Das nächste, was er übrigens hat, nützt mir nicht viel, weil er eh seine Gravitonkanone benutzt. Dementsprechend lassen wir das. So. Ich glaube, die Bombe explodiert gleich.
Okay. Sternenhülle bitte einmal. So, oh. Warum ging jetzt kein... Warum ging kein Wartemodus an? Was war denn das? Ganz ehrlich. Wir haben nichts gemacht und es ging kein Wartemodus an. Richtig blöd. Jetzt natürlich, super. Oh Mann, das könnte jetzt ganz schön eng werden mit den ganzen Phönixfedern, wenn ich jetzt noch mehr brauche. Ja. Jetzt block doch mal irgendwas. Dankeschön. Oh, Alter, was sind das für Gegner? Meine Güte, Mega Phönix, go. Man werden jetzt immer mehr, könnte das sein? Was zur Hölle sind das für Gegner? Moment mal. Nicht mit mir. Ausrüstung, Noctis. Ah. Ich bräuchte mal kurz einen Überblick über die Gegner, aber sie hören einfach nicht auf zu nerven. Alter, was ist hier los in dem Raum gerade? Ich kann jetzt hier nicht alle Phönixfedern verwenden. So, was ist eure Schwäche? Schnauze voll. Licht. Scheiße. Okay, zum dritten Mal. Ich blicke überhaupt nicht durch, was hier gerade passiert. Die explodieren halt immer, aber... Was soll ich hier machen, bitteschön? Bäm, wieder tot. So gut wie zumindest. Warte, Fallen-Elixier. Boah, die gehen so auf den Kranz. Wann werden es immer mehr? Was ist das? Warte mal, nee, warte. Stopp, halt, stopp. Halt, stopp. Ganz anders. Ich habe jetzt die Schnauze voll beim Kampf. Was ist das denn? Ich glaube, die muss man irgendwie mit einem Mal besiegen. Moment. Moment. Ihr wolltet es so, ihr kriegt es so. Davon sind die nicht mal gestorben? Wollt ihr mich gerade rollen? Alter, die... Ja, ich warte jetzt aber bis Noctis tot ist und nutzt wieder ein Dingens. Ich glaube, ich muss diese Schrapnelle eigentlich angreifen, weil die spawnen diese Blitzbomber. Beleb mich doch nicht wieder, du Host! So. Schön, dass es nicht funktioniert hat. Ja, danke. Richtig geiler Kampf. Einfach nur richtig geiler Kampf. Alter. So, warte. Ausrüstung. Eisgar weg. Speer. Man blickt halt überhaupt nicht durch, weil das so viele waren, ja? Was da gerade passiert ist. Also jetzt weiß ich's. Man muss die angreifen. Und alles andere völlig ignorieren. Insofern man das kann, weil man hier überhaupt keinen Überblick hat. Wo ist der? Wo ist das Schrapnell? Ist das jetzt Schrapnell? Ja. Boah, ey, wie widerlich. Oh, dann sterben die Blitzbomber automatisch. Oh mein Gott. Das war ein echt teurer Kampf. Wow. Woher kam ich? Ich bin gerade übelst angepisst, weil dieser Kampf einfach nur so undurchsichtig war. Man hat das... Normalerweise bringt man so ein, bei so einem Kampf erstmal einen von den Gegnern, um das zu verstehen. Und da waren es gerade mal drei. Deswegen gerade das Rage-Eisgar. Wie viel... warte mal, ich muss kurz einen Check machen, was ich noch so habe. Nicht, dass ich jetzt hier total in den Sand verlaufe, das Ganze. Ich habe noch... Wieso ist das so unsortiert schon wieder? Ach nee, das ist sortiert. Ach so, das ist sortiert. Okay. Ja. 19 und 20. Na, das wird wohl reichen, hoffentlich. Außer jeder Kampf wird so. Aber jetzt weiß ich ja, dass ich einfach nur auf die Schrapnelle gehen muss. Und alles andere muss ignoriert werden. Ach du Scheiße, dieser Dungeon ist, glaube ich, die Hölle.
Ach, da war niedergeworfen, scheiße. Wow, ich glaube sogar, das war gerade ein perfektes Ausweichen. Boah, wie viel die aushalten, die Gegner. Aber alle, ne? Also nicht nur der jetzt, der eine, sondern alle. Der ist gebufft, den lassen wir erstmal. Ach. Nachdem wir. Wie siehst du den falschen an, Noctis, aber ist okay. Immer nur drei Angriffe und dann wehren die sich. Okay. Schön, Überraschungskombo. Aber das muss man jetzt mittlerweile echt drauf haben. Überraschungskombos, Warp-Angriffe. So langsam war das Spiel dann doch schwierig an so einer Stelle. Wobei das halt normale Gegner sind, die mit Schaffen machen, ne? Bossgegner sind meistens eigentlich machbar. Na gut. Puh. Also aktuell ist es für mich so anstrengend, dass ich hier nach jedem Kampf durchatme. Da muss ich von der anderen Seite ran, oder? Muss ich da jetzt hier irgendwie... Ja, die Frage ist, wie? Ach, hier. Warte mal, kann ich irgendwie langsamer gehen? Nee. Passieren bitte, ja? Nicht einfach runterfallen. Oh, Alter, dieser Dungeon ist jetzt schon krass. Und wir haben gerade mal angefangen. Oh wei, oh wei, oh wei. Zum Glück haben wir viele Items geholt. Und ich glaube, ich werde hier nicht gut rauskommen aus diesem Dungeon. Ich habe das sowas im Gefühl. Nächster Kampfraum, oder? Na, noch nicht. Hä, aber wie komme ich jetzt zu dem Item dort? Hey, da ist ein Item in der Ecke dort. Aber wie komme ich da hin? Huh. Nochmal kurz zurück. Also das ist halt so ein Endgame-Dungeon. Hier will ich wirklich jedes Item, egal ob es ein schlechtes sein könnte oder nicht. Es ist einfach zu wahrscheinlich, dass da was Gutes bei ist. Siehe diese Schimmerlanze. Die ja auch gut bei den lustigen Bonbon, Granat, Schrapnellen-Dingern geholfen hat. Hätte ich gewusst, dass ich nur die Schrapnelle angreifen muss. Hätte ich mir aber eigentlich denken können. So im Nachhinein. Im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Sagt man nicht umsonst. So, wie komme ich jetzt darüber? Ach so, okay, das ist sehr spät angezeigt. Wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Sieht vertrauenswürdig aus, weiß nicht, was ihr habt. So, warte mal, ich bin eigentlich nur wegen dem Item hier und dann bin ich wieder weg. Eine Diebes-Enzyklopädie. Aha. Hatte ich nicht schon mal sowas ähnliches? Ja, hab ich schon. Gibt es sonst noch was? Das ist genau auch mein Problem, ne? Runter kann ich mir jetzt hier vorstellen, aber... Okay, wollte ich jetzt nicht, aber gut, jetzt sind wir einmal hier. Ha. Huh. Jetzt muss ich ja noch weiter runter, ne? Muss ich ja wohl. Hallo, Yojimbo, mein kleiner Kumpane. Guten Moin. Au. Da stand so weit weg, weißt du? Naja, ich hätte mir vielleicht auch noch mal ein paar mehr Phönixfedern holen sollen. Wenn jetzt hier nur noch solche Gegner kommen, das wird ja... Wow, das wird echt knapp dann. Schnell, zerstört ihn. Puh. Also wenn der einmal niedergeworfen ist, muss der einmal nur noch draufhauen. Moment, man kann ja auch nochmal runterspringen, oder? Kann das? Ah, ist aber nichts. Okay.
Ganz schön heftiger Dungeon bisher. Lass mich raten, ich muss hier durch. Ja, so scheint es zumindest. Obwohl, nee, muss ich nicht. Guck erstmal, wo es hier weitergeht. Hier geht es weiter runter. Dann mache ich lieber erstmal die Tür auf. Warte, das ist eine Sackgasse. Da gibt es bestimmt was Schönes. Ein Kampf und dann vielleicht noch was anderes. Nee, nur was anderes. Okay, und ein Kampf. Ein Schrapnell. Ah, scheiß. Könntet ihr mal Schaden machen, ihr Trollos? Ihr wisst ja, dass die scheiße sind, die Gegner. Ach, jetzt verstehe ich. Warte mal. Wenn man die nicht angreift, werden die immer größer. Bis sie schließlich explodieren. Oder sie werden so oder so größer und explodieren dann trotzdem. Ah, ne. Die werden kleiner, wenn man sie angreift. Okay. Sammeln mal kurz zum Heilen. Und buffen natürlich. Oh, der ist schon tot. Okay. Alter, diese Kämpfe. Ganz schön deftig, muss ich sagen. Leitfaden des Hofmarschalls. Aber die Ausrüstung, die man hier findet, ist auch ganz schön nett. Kann nur von Ignis automatisch einen Supertrank werden. Noctis LP unter 50. Das ist nett. Das ist eigentlich nett. Wie viel haben wir denn an Supertränken? 53, ja, dann auf jeden Fall nett. Cool, 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 cool. So, Freunde. Dieser Dungeon ist echt krass. Der fordert gerade alles von mir ab. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Denn ich glaube nicht, dass wir den jetzt in 3-4 Minuten abschließen werden. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich vermute mal, dass so ein Endgame-Dungeon etwas länger dauert. Alter Vater. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Und tschüss.